Hallihallo Freunde, ich muss gar nicht lange drum rumreden, ihr habt es eben schon im Intro gesehen. Es gibt ein riesengroßes neues Projekt und dieses riesenneue Projekt heißt Fridolin. Es ist ein VW LT35 vom Baujahr 1981, hat im März frisch TÜV bekommen für 2 Jahre. Bei der Abholung sah natürlich alles noch ganz anders aus, als ihr es gerade im Vorspann gesehen habt. Ich blende euch hier einfach mal ein paar Fotos ein. Wir haben nämlich sofort mit dem Umbau begonnen und ich habe quasi nichts mehr aufgenommen, so wie es im Originalzustand war, wie wir ihn gekauft haben. Das Ganze sah natürlich gruselig aus, das soll alles verändert werden. Es soll aber so original wie möglich bleiben, weil wir wollen gerne versuchen, das H-Kennzeichen zu bekommen. Der ist Baujahr 1981, also hat er die 30 Jahre rum und hat es einfach auch verdient, ein H-Kennzeichen zu bekommen. Das seht ihr aber in den nächsten weiteren Folgen. Und ganz klar vorweg nochmal gesagt, wir behalten Oscar. Oscar ist mein Alltagsfahrzeug und wir werden auch weitere Trips mit ihm bestreiten. Zum Beispiel auf dem Bulli-Festival werdet ihr mich auf jeden Fall mit Oscar sehen. Und auf weiteren Bulli-Treffen werde ich auch immer mit Oscar kommen. Weil Oscar ist einfach das Aushängeschild für diesen Kanal und für das, was ich hier bis jetzt geschafft habe. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem auf das Projekt. Ich habe mega Bock. Wir haben auch schon einiges gemacht. Ihr könnt es im Hintergrund vielleicht auch schon sehen. Falls ihr uns bei Instagram verfolgt, wisst ihr eh schon Bescheid und wisst auch schon, was so ein bisschen passiert ist. Aber hier in diesem Video möchte ich einfach mal eine Bestandsaufnahme machen, wie es in dem LT aussieht und was wir überhaupt haben, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also ich wünsche euch viel Spaß dabei und hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an dem Projekt wie ich. Und falls ihr ein bisschen mehr von dem LT kennenlernen wollt, bleibt einfach dabei, abonniert den Kanal und ich freue mich jetzt schon drauf. Ich habe es wahrscheinlich schon oft genug gesagt, aber das wird natürlich alles nicht so bleiben. Also da macht euch mal keine Gedanken. Aber als allererstes wollen wir die ganze Technik hier drin natürlich mal prüfen und prüfen, was funktioniert nicht und vor allem, wie funktioniert was. Man findet nämlich sehr wenig über die ganzen Teile, die hier im Auto verbaut sind. Ich habe ein bisschen recherchiert, natürlich findet man was. Aber ich dachte, ich zeige euch das Ganze nochmal. Wir gehen mal die ganzen Gerätschaften hier durch, gucken mal, ob sie funktionieren. Und wenn sie nicht funktionieren, versuchen wir sie wieder instand zu setzen. Bevor ihr das Ganze testen könnt und alle Geräte mit Gas testen könnt, müsst ihr natürlich die Gasflasche aufdrehen. Die ist bei mir hier unten im Schrank. Da kann man wohl auch noch eine zweite reinstellen, wurde mir zumindest gesagt. Also die dreht ihr erstmal auf. Als nächstes bei mir in der Küchenkonsole findet ihr in jedem älteren Wohnwagen bzw. überhaupt in Wohnwagen und Wohnmobilen diese Abschlusshähne. Darüber könnt ihr das Gas freischalten, einmal zum Kochen, für die Heizung und hier in dem Fall für den Boiler. Die beiden Sachen gehen wir natürlich auch noch durch, aber hier brauchen wir erstmal das Gas zum Kochen. Als allererstes möchte ich mit dem Herd anfangen, weil ich glaube, dass wir da die wenigsten Probleme haben. Wir haben hier keine Piezo-Zündung, sondern ganz normal über Feuerzeug. Die Flamme kann man ganz runter dimmen, kann ganz hoch dimmen. Man kann alle anmachen, also die funktionieren wirklich alle. Das habe ich auch im Vorwege schon mal probiert. Also das Ganze sieht schon mal gut aus, das funktioniert. Die ganze Arbeitsfläche wird natürlich nochmal überarbeitet, aber das sehen wir in den nächsten Teilen. Als nächstes schauen wir uns die Standheizung hier an. Das ist eine Trumatic-Standheizung mit Lüftung in allen möglichen Richtungen. Die habe ich schon getestet, die funktioniert jetzt nicht. Darüber habe ich ein bisschen recherchiert und das möchte ich euch jetzt ganz gerne zeigen. Als allererstes nehmen wir das vordere Gitter ab, damit wir mal dahinter schauen können. Okay, ich habe das Ganze wohl ein bisschen falsch bedient. Und zwar stellt ihr euren Regler auf die höchste Stufe. Dann drückt ihr den runter. Dann kommt nämlich die Gaszufuhr erst. Und dann betätigt ihr den Piezozünder. Damit ihr dann ganz sicher gehen könnt, dass die Heizung auch funktioniert, ihr werdet es natürlich spätestens merken, wenn es warm wird, habt ihr unten ein kleines Guckglas. Da seht ihr eine kleine Gasflamme und anhand der seht ihr auch, dass die Heizung dann an ist. Also auch schon mal sehr positiv, das Ganze funktioniert auch. Es wird auch ordentlich warm, ich merke das schon. Falls das Ganze ein bisschen zu ineffizient ist, kann man sich natürlich immer noch dazu entscheiden, die rauszuschmeißen, eine Planar reinzustecken. Da ist genug Platz und die Lüftungsschläuche kann man ja die verwenden, die jetzt hier schon drin liegen. Das nächste Thema, was man angehen müsste, wäre jetzt die Lüftung bzw. den Ventilator, der dafür sorgt, dass die ganze Wärme auch sich verteilt hier im Bus und aus den ganzen Lüftungsschlitzen rauskommt. Das werde ich aber in einem gesonderten Video machen, was die Elektrik angeht, weil die Elektrik sieht hier auch aus wie Sau. Die werde ich wahrscheinlich komplett überarbeiten. Dazu gehört halt eben auch diese Lüftung bzw. die Steuerung von der Lüftung. Das Kabel habe ich schon gefunden, aber es gibt irgendwie gar kein Pluskabel dazu.
Aber wie gesagt, dazu werdet ihr dann definitiv noch mehr erfahren. Und um die Heizung wieder auszuschalten, dreht ihr das Drehrad einfach wieder auf 0. Und ruckzuck habt ihr dann die Heizung wieder aus. Und vergesst bitte nicht immer das Gas abzuschalten, falls ihr unterwegs seid, beziehungsweise falls ihr die Heizung nicht benutzt. Zu guter Letzt der Funktionsprüfung der Geräte kommt dann der Boiler. Das ist im Prinzip einfach nur ein ganz großer Wassertopf, wo eine kleine Flamme drunter lodert. Und die ist natürlich mit Gas betrieben. Das Ganze funktioniert hier bei mir auch nicht. Ich habe das jetzt alles schon mal ein bisschen auseinandergenommen. Hab da auch schon ein Ersatzteil bestellt. Und ich möchte euch jetzt ganz kurz nochmal zeigen, wie ihr das Ganze rausbekommt, wie das Ganze aussieht. Weil ich habe ihn schon wieder halb zusammengefriemelt, damit ich euch das Ganze nochmal ein bisschen näher zeigen kann. Als allererstes löst ihr die Abdeckung von der Truma-Heizung von außen. Die Abdeckung wird bei euch noch ein bisschen verklebt sein, weil hier drunter war noch komplett Silikon bzw. Abdichtung. Euer Boiler wird noch komplett eingepackt sein. Das habe ich jetzt ja alles schon im Vorwege einmal abgebaut. Aber so sitzt er im Endeffekt hier drin. Mit ein wenig gefühlter Kraft kriegt ihr den dann hier rausgezogen. Und am besten ihr löst im Vorwege alle Schläuche und vor allem auch Kabel, damit ihr damit keine Probleme kriegt, wenn ihr ihn rausholen wollt. Damit ihr nun an die Brennereinheit kommt, schraubt ihr diese Ecke quasi los. Das sind 4/8 Schrauben bzw. Muttern. Dann haben wir hier noch einen Kabelanschluss. Den nicht vergessen, weil die Schraube ist durchgeschraubt und hält die ganze Ecke noch ein bisschen fest. Jetzt könnt ihr den kompletten Brenner entnehmen. Wenn ihr jetzt Plus und Minus angeschlossen habt und einfach mal die Fernbedienung einschaltet und eine kleine Sekunde wartet, könnt ihr einfach schon mal überprüfen, ob eure Pierzuzündung überhaupt noch funktioniert. Und bei mir gehe ich jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass mein Magnetventil, was die Gaszufuhr durchlässt, nicht mehr funktioniert bzw. nicht mehr schaltet. Ich hoffe, dass die Elektronik funktioniert. Ansonsten kann ich es gleich wieder zurückschicken, das Teil. Aber ich werde es mal probieren. Für 68 Euro ist es immer noch eine Methode, das zu probieren, anstatt für 700 Euro den ganzen Boiler neu zu kaufen. Hier oben musste ich die Schraube schon abflexen, weil das habe ich so nicht mehr abbekommen. Damit könnt ihr die Magnetauslösung quasi abnehmen und dann mit 2 Schrauben die gesamte Gaszufuhr abnehmen. Ihr habt jetzt schon einen kleinen Ausschnitt von dem Boiler gesehen. Leider habe ich da nichts mehr hinbekommen. Auch nachdem ich ihn mit Wasser gefüllt habe, weil das soll er wohl erkennen, dass da Wasser drin ist, hat der Boiler nicht funktioniert. Ich habe das Teil wieder zurückgeschickt und ich habe mich ein bisschen geärgert und habe das Teil jetzt einfach rausgeschmissen. Da kommt was Neues rein, aber das seht ihr dann auch auf jeden Fall in den nächsten Teilen. Also beim Kühlschrank ist es so, da habe ich noch mal ein bisschen in die Fahrzeugpapiere geschaut und da steht schon drin, dass der Gasanschluss abgeschnitten wurde. Das Ganze sieht man hier auch, das habe ich erst gesehen, als ich den Gasherd abgenommen habe. Und jetzt habe ich das Ganze mal auf 12 Volt laufen lassen und es riecht sehr, sehr stark nach Ammoniak. Also gehe ich mal davon aus, dass der Kühlschrank auch im Dutt ist, der kommt also auch raus und wird noch ausgetauscht. Und zu guter Letzt haben wir hier nochmal von Kuhlmann, nennt sich das, ein Panel, worauf wir die Pumpe einstellen können, also die Wasserpumpe. Dann können wir schauen, wie voll unsere Tanks sind, einmal der Abwassertank und der Zuwassertank. Das funktioniert auch wunderbar, das habe ich schon getestet. Und dann können wir hier auch gucken, wie voll unsere Batterie ist. Das Ganze ist jetzt gerade nicht angeschlossen, weil ich schon dabei bin, die 12 Volt Verkabelung neu zu machen. Alkoven mit einem Bett 2 Meter mal 1,60 Meter ungefähr. Das kleine, aber feine Badezimmer mit Dusche und Toilette. Küchenzeile mit Kühlschrank, Gasherd, Spüle und kleinem Panel. Hier oben befindet sich im Normalfall eine Dunstabzugshaube, die kommt auch wieder dran. Hier haben wir die Sitzgruppe, wo bestimmt 8 Leute sitzen können. Und rundherum finden wir jede Menge Stauraum. Mega geil. Ja, wow, das war die Bestandsaufnahme und die Vorstellung von Fridolin. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich gerade. Also bei Instagram war das Feedback schon mega. Falls ihr uns dort noch nicht folgt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten freue ich mich schon echt auf die ganzen Projekte, die bei Fridolin anfallen werden. Wir sind jetzt schon wieder fleißig. Ihr hört es im Hintergrund, wird geschliffen. Und ich hoffe, ihr bringt euch genauso mit ein wie bei Oscar auch. Und könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, was euch so Geiles einfällt zu dem neuen Projekt. Und ich kann jetzt nur noch sagen, gebt gerne einen Daumen dafür nach oben, falls es euch gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich freue mich riesig auf eure Meinung. Ich bin mega, mega happy auf das ganze Projekt. Und falls ihr was wissen wollt, fragt mich gerne in den Kommentaren. Und wir werden es in den nächsten Videos oder vielleicht einfach in den Kommentaren beantworten. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Also, haut rein!